Locken der Nacht. Natalie pustete sich eine widerspenstige, zarte Strähne aus der hohen Stirn, die in jugendlichen Sorgenfalten lag. Was soll ich nur tun? Sagte Natalie Ramona Schmidt laut und erschrak sofort, als sie ihre eigene wohlklingende Stimme, mit der sie schon im zarten Alter von 4 Jahren bei klassischen Gesangswettbewerben große Jurys begeistert und Zuschauer zu Tränen gerührt hatte, hörte. Sprach sie jetzt schon mit sich selbst? Sie seufzte. Natalie machte sich nichts aus Luxus und zog eine einfache Brotzeit jedem Sternemenü vor, womit sie nicht nur ihren reichen, aber herzlosen Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger erzürnte, sondern auch die beeindruckte Anerkennung einiger wohlhabender Männer gewonnen hatte, die das Herz der jungen, schlanken Frau gern erobert hätten, die allerdings an dessen wohlbewachter Pforte ohne Erbarmen abgeschmettert wurden vom hohen Anspruch der jungen Frau, die wusste, dass es nur einen geben würde, der sich einen Platz in ihrem Innersten erlieben sollte, das bis dahin fest verschlossen bleiben würde.